So, da sind wir wieder. Ihr wisst ja, neuer Tag, neuer Shop, neuer Stream. Aber heute gibt es ein kleines Special in Anführungszeichen. Ihr habt heute die Möglichkeit, insgesamt 9 Skins zu bekommen. Also sollten wir heute im Livestream, der unten in der Videobeschreibung verlinkt ist, wenn du vorbeikommen willst, hör genau zu, habt ihr heute die Chance, insgesamt 9 verschiedene Skins zu bekommen. Weil halt 8-mal hier mit dem ganzen Banner und hast du nicht gesehen, plus Kommando. Natürlich ist es auch möglich, den Fackelwirbel zu bekommen und hat man nicht gesehen. Also heute könnte es sich lohnen, mal vorbeizuschauen. Und natürlich jetzt danke nochmal an Monkey, Moritz, Schleuderaffe und alle anderen, die die ganze Zeit Bits raushauen, die Subs verschenken. Wir haben jetzt auf Twitch fast 100 Subs. Und ihr wisst alle, was ein Sub kostet. Also ohne Quatsch, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Weil das halt wirklich, einen Monat bin ich jetzt auf Twitch und fast 100 Subs. Das ist einfach geisteskrank. Aber ich kann immer wieder nur Danke sagen an jeden Einzelnen, der mitmacht bei den Custom Games, mich da unterstützt, der bei Twitch einfach nur, auch wenn er nur einen Stream anhat, mich da wieder mit unterstützt. Weil jede Zahl, die mehr da ist, ist natürlich Unterstützung und natürlich gibt euch auch die Chance, immer wieder einen Skin zu gewinnen. Ihr seht hier oben an den V-Bucks, es werden zurzeit nicht weniger. Bedeutet, wir sind immer mal so an den 60 Zuschauern, 58, letztens hatten wir genau 62. Da erstmal GG an alle. Aber wir sind immer so nah dran und ihr wisst ja selber, wenn wir einen Raid bekommen mit, sag ich mal, nur 40 Zuschauern oder 30, könnte der Zuschauerrekord schlagartig gebrochen werden. Also es lohnt sich auf jeden Fall vorbeizukommen. Und in dem Sinne würde ich sagen, war es das eigentlich schon fast. Aber wir haben noch einen kleinen Leak. Naja, was soll uns das sagen? Ich habe die Bilder auch per E-Mail bekommen von Epic Games. Da sind noch ein paar mehr dabei, aber aussagekräftig ist da eigentlich gar nichts. Ich hoffe halt wirklich, dass es eine gute neue Season wird. Ich meine, ich bin morgen erst nach der Arbeit wieder da, aber das Event alleine, da fand ich ein bisschen enttäuschend, aber dass jetzt die Zone nicht mehr quasi eine Gaswolke ist, sondern eine Wasserzone, das finde ich persönlich sehr interessant, gerade weil es die Endzone und alles betrifft. Also da wird einiges auf uns zukommen. Aber ich habe halt keine Ahnung, was sie jetzt machen wollen. Wir warten es einfach mal ab. Weil ihr seht ja, 17. Juni, wir haben heute genau den 16. Also morgen könnt ihr euch jedenfalls schon mal auf eine Menge freuen. Und in dem Sinne würde ich sagen, bis gleich im Livestream und haut rein.